So Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar passend die Farbe hier des LED-Panels zum Thema heute, denn es geht darum, wie viel man circa in Spotify verdient mit einem Lied. Ich habe euch ja im letzten Video vorgestellt, was in etwa so ein YouTuber verdient, grob natürlich. Ganz genau stimmt es natürlich nie, aber wer das wissen möchte und sich das mal ausrechnen möchte, der kann es ja gerne machen. Das Ding ist, für Spotify habe ich auch eine grobe Rechnung. Natürlich mag das nicht ganz genau stimmen, aber in etwa kommt es schon hin. Es so, in Spotify verdienst du mehr als in YouTube. Das ist auf jeden Fall. Es gibt da auch eine Spanne, ich sag mal so, weil in YouTube rechnen wir ja mit 1 Euro auf 1000 Klicks. In Spotify sind es zwischen, also es schwankt, es ist unterschiedlich, zwischen 3 und 6 Euro. Ich glaube, da kommst du auch drauf an, ob du einen Plattenvertrag hast und so ein Deal und so weiter und so fort. Aber wenn wir mit 5 Euro auf 1000 Klicks rechnen, sind wir schon gut dabei, denke ich. Was habe ich als letztes ausgerechnet? Das habe ich auch irgendwo in einem Artikel gelesen. Also ist echt hingekommen. Das war von Capital Sherry Lady. Nehmen wir uns das jetzt mal als Beispiel, okay? Ich gehe kurz in Spotify rein. So, Sherry Lady. Ihr könnt ja die 5 populärsten Songs, die zurzeit gestreamt werden, oder die letztveröffentlichten, populär steht zumindest drüber, da könnt ihr ja sehen, wie viele Streams die haben, okay? Ich rechne das jetzt so aus. Was hat der Künstler mit diesem Lied verdient? Ihr nehmt einfach mal die Streams von Sherry Lady zum Beispiel. Es sind mittlerweile 31 Millionen Streams, das ist schon krass. So, dann geht ihr einfach in den Taschenrechner, okay, ist ganz simpel. 31 Millionen mal 0,005. Also ich rechne das mit 5 Euro auf 1000 Klicks. Ja, mal 0,005. Das sind 150.000 Euro. Okay. Das Ganze ist ja brutto, aber ihr könnt es gleich als netto rechnen. Warum? Sage ich euch jetzt. Wenn ihr 150.000 Euro verdient habt, okay, wir haben ja jetzt nur Spotify ausgerechnet. Es gibt ja noch Amazon Music, keine Ahnung, iTunes, Deezer. Ihr wisst selber, wie das läuft. Aber meiner Meinung nach ist Spotify das Größte. Deswegen rechne ich das einfach mal 2, okay? Mal 2 sind 300.000, okay? Sprich, mal 2, warum? Alle anderen Sachen zusammen ungefähr nochmal so viel wie Spotify. Wie gesagt, ist nur eine grobe Rechnung, aber an sich kommt es schon hin. Jetzt habt ihr 300.000 verdient. Die Sache ist die, ihr müsst Steuern zahlen. Wenn ihr so viel verdient, seid ihr in einer Steuerklasse, wo fast 50% weggeht auf jeden Fall. Und das Ding ist, es geht knapp 50% weg. Dann habt ihr noch hier ein paar tausend GEMA, hier ein paar tausend. Ihr wisst selber, wie das läuft. Im Endeffekt könnt ihr wieder durch 2 machen und dann seid ihr wieder bei 150.000. Sprich, also mit Sherry Lady hat er bis jetzt 150.000 verdient. Kommt auch in etwa hin. Ich glaube, 4.000 musste er an die GEMA blechen. Ein paar tausend an Dieter. Und der Rest ging in seine Tasche. Habe ich auch in irgendeinem Artikel gelesen. Und da habe ich mir gedacht, meine Rechnung kommt da echt gut hin. War vor einer Woche oder so gewesen, da hat es noch weniger Streams gehabt. Ja, was ist noch dazu zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Im Grunde genommen könnt ihr so grob ausrechnen, was so ein Lied einbringt. Ihr könnt es auch mal 0,003 rechnen. Das wären dann 3 Euro auf 1000 Klicks. Und das haben sie dann auf jeden Fall verdient. Ja gut, ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden. So, das könnt ihr mit jedem Lied machen in Spotify, die wo da angegeben sind. Ihr könnt doch mal alle 5 zusammenrechnen und dann wisst ihr, was hat er mit seinen letzten 5 Songs oder mit den 5 Songs, die zurzeit gestreamt werden, verdient. Und ja, bei dem einen oder anderen Künstler denkt ihr euch, boah, der verdient ja gar nichts im Endeffekt. Und bei dem einen oder anderen denkt ihr, okay, krass. In diesem Sinne, weiter auf Spotify eure Musik, unterstützt die Künstler. Folgt mir auf Instagram und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.